Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Wir haben Nacht. Ich habe nicht mal mehr was zu essen. Ich habe noch was zu essen. Ringedingeding, da klingelt die Gas. Oh, verrottetes Fleisch kann ich auch essen. Also, da habe ich jetzt ja keine Berührungsängste. Oh, guck mal, wir können nach draußen gucken und sehen unser Essen wachsen. Mit 24-7 Beleuchtung. Photosynthese läuft. So. Jetzt machen wir erstmal. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal. Ja. 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 So. Aber ich würde ebenfalls sagen, wir machen erstmal. Ja. Jetzt machen wir Schilder. Und wir machen noch ein paar Schilder. So, 12 Schilder haben wir jetzt. Jetzt können wir den Ausbau sehr gut vorantreiben. So, da steht schon eine Kiste. Passt die denn überhaupt dahin? So, wir fangen mal hier an. So, das ist schon mal scheiße mit der Kiste. Na? Naja, das ist scheiße. Kiste, bau dich weg. Sehr gut gemacht, Kiste. Ich bin stolz auf dich. So, du bist natürlich auch ein bisschen kacke platziert. Da gucken wir noch, wo wir dich hinsetzen. Ja, meisterlich. Viel hübscher als die ganzen anderen, die ich da eh schon hingeklatscht habe. Meine Fresse. So, die Breite ist totaler Scheiß. La 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 la. Ich mag es halt, wenn es vernünftig aussieht. Na, wisst ihr ja. Und wenn gleich irgendwo Wasser reinrauscht. Okay, es wird gleich irgendwo Wasser reinrauschen. Dann habe ich da natürlich auch noch Erde. Na? Ja, das war abzusehen. So. Ja. Mach mal deine Flut jetzt zu Ende. Ich danke dir. Ja, das ist nicht die erste und vor allen Dingen auch nicht die letzte Sintflut. Dann würde ich doch mal sagen, ziehen wir das Rucki-Zucki mal durch. Lassen einmal mal hier, oh, sieht cool aus, ein Wassersturz oder ein Bachlauf langlaufen. Ertrinken vielleicht sogar. Mit etwas komfortablem Glück. Sollte dies natürlich nicht der Fall sein, tut es mir aufrichtig und von Herzen natürlich sehr leid. So. Jetzt müssen wir natürlich auch erstmal die restliche Wand stürzen. Bom, 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 bom. Die Musik ist verdammt laut. Die mache ich jetzt erstmal ein bisschen angenehmer fürs Ohr. Ich verstehe gar nicht, ich habe das Ding nur auf 30. Wenn man das Ding auf 100 hat, dann kriegt man ja einen richtigen, also so einen richtigen, richtigen Ohrsturz dabei. Also das kann ich ja gar nicht für gut heißen, wenn man da so einen lebensvernichtenden Sturz bekommt. So, jetzt laufen wir erstmal hier die Ecken alle ab. Für die ganzen Fackeln. Wir wollen sie ja auch wieder haben. Unsere Fackel. Und das Geile ist, auf der Karte sehen wir auch, ob es noch Nacht ist oder schon Tag. So. Ah, leck mich am Arsch. So, guck mal, jetzt haben wir hier auch schon mal ein bisschen was. Ich würde sagen, du kommst hier hin. Da ich aber ein fauler Hund bin. Und das weiß ich ja, mache ich da auch noch einen hin. So.
Reicht das? Von den... Nee, wir brauchen nur noch ein paar mehr. Okay. Halt, stopp. So. Da haben wir jetzt aber auch ordentlich was an Truhen, nicht? Eine richtige Truhenfreunde jetzt. Die Truhens. Hört sich witzig an. So, eine Truhe im Minus, aber das ist egal. Ich will auf dem Dach auch noch die Dinger platzieren. Fällt mir gerade ein. Hä? Hab ich nicht hier irgendwo das... Ich hab doch gerade auch schon Holz abgebaut. Hab ich das schon nach unten gebracht? Hab ich schon so professionell mitgedacht? Am Arsch hab ich. Geiler Scheiß. So. Jetzt machen wir noch zwei Truhen. Na, alle guten Dinge sind zwei. Tack, tack. Soll ja auch vernünftig aussehen. Zwei Truhen. Das sieht doch schön aus. Das ist doch wirklich sehr hübsch. So, jetzt essen wir erstmal. Wir sollten das natürlich nicht dort haben, weil das wollen wir anbauen, damit das Erträge bringt. Sonst haben wir ein Problem. Wir haben sogar einen Apfel. Geiler Scheiß. Nun kommt die Beschriftung. Ja, aber ich will auch gleich die vernünftig setzen. So. Beschriftung. Bruchstein. Haben wir hier wir haben Bruchstein. Erde. Sand. Kies. Erde. Sand. Kein Kies. Cool, 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 cool. Holz. Werkzeug. Rüstung. Waffen. Rüstung. Ja, das passt ja gar nicht. Werkzeug. Waffen und Rüstung und Werkzeug haben wir da. Wie heißen die denn? Andesis? Diorit oder so, ne? So eine komischen Diorit, Kies, Granit, Andesist. Ja, dann machen wir dafür auch nochmal eine extra Truhe. Ich habe keine Ahnung, wie der ganze Quark heißt. Also. Diorit, Andesist. Diorit ist sogar richtig. Andesit und Granit. Können wir das bearbeiten? Ah, schöner Scheiß. Diorit, Andesit, Granit. Okay, cool, cool, cool. Diorit, Granit, Andesit. Erde, Sand und Kies. Machen wir mal für jeden eine Reihe. Mal aus, weil wir es können. Habe ich eigentlich schon die Folge gestartet? Nein, natürlich habe ich das nicht gemacht. Dann hat die Folge ein bisschen Überlänge. Mache ich jetzt noch 10 Minuten. Und dann läuft das auch. So, wir sind ja hier nicht die Gewerkschaft. Setzlinge, Samen. Ja. Setzlinge, Samen. Drop it like it's hot. Bei
Moinster. Moin! Drop bei Monster. Das ist, was die Monster so droppen für einen Scheiß. Den baller ich da hinein. So. Da wir ja bis hierhin schon mal haben, würde ich dann auch gerne bis hierhin auch vernünftig machen. Ich weiß ja, dass ich nicht 7000 Fackeln besitze. Oh, die sah sogar schon perfekt. Aber das kriegt man ja hin. Klatschen wir die doch mal da hin. Okay, in der Mitte, ungefähr in der Mitte. Muss auch eine sein. Ja. Ja, ja. Freunde, hat was. Oh, witzig. Habe ich in die Hand genommen. So. Holz. Ah, ich habe noch einen vergessen. Nahrung. So. Essen. Man darf das Essen nicht vergessen. Ja. Die nehmen wir mal mit. Sehr schön. Sehen wir. Jetzt haben wir schon mal quasi das Lager. Ich werde die Wände sowieso noch mal komplett abreißen, fällt mir gerade ein. Oder auf. Damit die schön einheitlich sind, dann werde ich auch noch eine schöne Farbe geben. Den Boden werde ich auch aufreißen. Also, naja. Aber ist ja so, ne? So ist das halt. Erstmal nehmen wir die Kohle. Ja, danke schön. Das Ding hat 3. So, jetzt sind wir. Das ist die Erde. 1, 2, 3. Tatsache. Sehr schön. Dann werden wir uns nämlich hier den nächsten Raum aufbauen. So. Da. Das ist L-Werkzeug, was ich L brauche. L gerade. So, wir gehen erstmal überall ein bisschen hin. Oh. Jetzt ist das Ding schon, ist der Laptop gerade schon jetzt gerade abgestürzt. Ey, das kotzt mich an, ne? Der kackt so oft ab, ne? Ey, es ist zwar voll toll, dass ich den habe und damit rendern kann, ne? Aber ich hasse es, dass er die ganze Zeit abstürzt und ich dadurch nicht vernünftig arbeiten kann. Die Folge war fast fertig. Die hätte er fertig gerendert. Danach hätte er die nächste gerendert, dann wäre alles viel schneller. So brauche ich mehr als doppelt bis dreifache an Zeit, um so weit zu kommen. Aber ich komme da jetzt hoch, oder? Liegt bestimmt an der Fackel. So. So. Ich sag doch, da kommen wir hoch. Denkst du, ich gebe jetzt irgendwas im Rechner ein? Ich nehme hier gerade auf, du Arschloch. Ich mache jetzt hier einen Scheiß. Ich render die Folge halt gleich nochmal. So, fertig. Ich kopiere mir den Text, wie ich sie genannt habe, und fertig. Oh, leck mich doch am Arsch. Kannst mich mal. Flachwichser, ey. Ba, 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 bam.
muss ich auch. Ja, ein paar Sachen sollte man immer mit sich herumtragen, damit man im Fall der Fälle auch einfach was machen kann. Ich glaube, es ist mittlerweile Tag. Wir kümmern aber uns erstmal jetzt noch ein bisschen hier rum, bevor wir dem Tag guten Tag sagen. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3. Ich bin so stolz auf mich, dass ich sogar schon bis ganz 3 zählen kann. Das ist so unglaublich. Und wir haben Erde, Erde, Erde. Und wir haben Stein, Stein, Stein. Also dann. Ich wollte diesen Raum so umbauen. Also so bauen, dass wir hier direkt die Vorräte hinmachen werden. Für unsere Pflanzen. Also dass man hier Weizen und Co. dann anbaut und Kartoffeln erstmal wahrscheinlich auch alles zusammen. Sehr gut, das passt. Jetzt brauchen wir nur noch ein Loch. Jetzt müssen wir nur noch ein Loch öffnen, um es zu stopfen. Das finde ich doch super. So, das ist eh nie wieder so aus, wie du mal ausgesehen hast. Also stell dir mal nicht so an. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. Oh, da ist Kohle. Ja, aber das können wir jetzt nicht. Ja, ich weiß, aber das ist Kohle. Wir müssen doch Kohle mitnehmen. Kohle, Kohle. Du kennst doch den Kohle-Song. Scheiß mal auf alles andere. Wir brauchen die Kohle. Nein, wir sind stark. Wir sind frei. Es ist Tag. Aber ich bin hier. Warum nicht dort oben? Das weiß ich auch nicht so wirklich ganz genau. Ach so. Na, siehste. Ist jetzt ein bisschen langweilig, aber das wollte ich jetzt mal eben schon mal so ein bisschen vorbereiten. Irgendwas muss man ja eh machen. Ich könnte auch die ganze Zeit da rumsitzen und im Wasser sitzen. So, ich könnte mir, glaube ich, sogar mittlerweile sogar schon fast eine Angel bauen. Dauert, glaube ich, gar nicht mehr so lange. Dann könnte ich mir sogar eine Angel bauen. Also, naja. Aber da ist auch links neben uns Kohle. Also, aber naja. So, jetzt machen wir erstmal den Weg nach nebenan. Die Kohle ist aktuell für uns nicht interessant. Völlig irrelevant. Halt, stopp. So. Also aktuell ist die Kohle für uns völlig irrelevant. Und wir sind am... So. Verstehe auch nicht. Die Sachen machen, was sie wollen, aber keiner macht das, was er soll. Verdammt normal und zugedreht. Da hält ja selbst der Apfel in der Pfanne nicht mehr still. So. Dam, 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 nam, 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 nam. Das eine Stückchen Holz, das eine Stückchen Erde gerade war ein sehr hartes Stückchen Erde. Und aus dem Grund hat sich das gerade ein bisschen komisch angehört. So. Nein. Ja. So, damit beende ich die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch viel Spaß, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Haut was in die Kommentare. Liken, teilen, abonnieren, favorisieren. Kommentieren. Bis zum nächsten Mal, euer Sweet One Web. Ciao.